gegeben hat, über den Islam diskutiert. Ich hatte einige Fragen zum Gottesbild, zu den Propheten und habe das Ganze schon sehr genau hinterfragt. Allerdings habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich die Antworten, die ich bekommen habe, eigentlich genauso auch akzeptieren und logisch nachvollziehen konnte. Da ist ja jemand gekommen und hat gesagt, es gibt drei Götter und doch eine und vielleicht mehr oder weniger, sondern es gibt einen Gott, der hat alles geschaffen. Punkt. Und es gibt Propheten, die er zur Welt geschickt hat, um den Leuten mitzuteilen, warum sie hier sind. Naja, okay, das hat alles für mich Sinn gemacht. Und nachdem wir dann noch drei, vier Monate insgesamt über diese Kernfrage des Islam diskutiert haben, habe ich den Entschluss gefasst, zum Islam überzutreten. Bin dann zu ihm hingegangen und habe gesagt, hör mal zu, das ist meine Sache, das ist meine Religion, ich möchte Muslim werden. Das Ganze hatte ich mehr als 10 Monate gedauert. Und als ich Muslim geworden bin, wusste ich eigentlich nicht mehr über den Islam, als das, was die meisten Menschen auch wissen. Man betet 5-mal am Tag, man isst kein Schweinefleisch und ähnliche Dinge. Aber ich kannte die genauen Gesetze und Regelungen des Islam nicht. Es war mir aber trotzdem klar, dass das die Religion ist, die der Schöpfer für die Menschen ausgewählt hat. Das ist jetzt insgesamt ca. 13 Jahre her. Mein Leben hat sich natürlich seit diesem Zeitpunkt des Übertritts enorm verändert. Die zwei herausragendsten Punkte, die mir seitdem aufgefallen sind, sind zum einen die Gewissheit über das, was nach dem Tod passiert. Das heißt, diese entscheidende Frage, die ich immer gestellt habe, beantwortet zu haben. Wenn heute jemand zum Arzt geht und der sagt ihm, tut mir leid, Sie haben eine schlimme Krankheit, in einer Woche sind Sie tot, dann geraten die meisten Menschen in Panik. Warum? Wenn er so sicher ist, dass nach dem Tod nichts passiert, braucht er sich keine Sorgen machen. Dann macht er eine Woche später die Augen zu und das war's. Die meisten Menschen wissen aber in sich drin, dass dem nicht so ist. Dass es irgendetwas danach noch geben muss. Aber sie wissen nicht was. Und noch dazu wissen sie, dass sie sich ihr ganzes Leben überhaupt nicht darauf vorbereitet haben. Was kann man also erwarten? Wenn ich 30, 40 oder 60 Jahre mein Leben mich mit allem Möglichen beschäftigt habe, aber nicht mit dem Tod und was danach passiert, und ich habe mich überhaupt nicht darauf vorbereitet, was kann ich erwarten, was danach mit mir passiert? Was passiert, wenn ich einfach so in eine Prüfung meiner Universität gehe, ohne mich darauf vorzubereiten? Kann ich etwas Gutes daraus erwarten? Sicherlich nicht. Der zweite Punkt ist der, dass ich seitdem ich Muslim geworden bin, in meinem Herzen so eine innere Zufriedenheit, eine Ruhe und eine Gelassenheit habe. Woher kommt dieser? Wenn man sich mal die Ursache von jeglicher Unzufriedenheit auf der Welt betrachtet, dann stellt man fest, dass man jede Unzufriedenheit auf genau eine Ursache zurückführen kann. Und das ist die Tatsache, dass man sich etwas wünscht, was man nicht hat. Wenn man unzufrieden ist, weil man kein Ferrari hat oder kein anderes Sportauto, dann hat man einen Wunsch, der nicht erfüllt wird. Das gleiche wie wenn man sich eine bestimmte Frau wünscht, oder ein Auto, oder ein Urlaub, eine bestimmte Position, ein bestimmtes Gehalt, Anerkennung unter den Menschen. Jegliche Form von Unzufriedenheit kann man tatsächlich darauf zurückführen, dass man einen Wunsch hat, den man nicht erfüllt bekommt. Wie kann der Mensch dann zufrieden werden? Jetzt könnte man auf die Idee kommen und sagen, ja, man muss sich einfach alle Wünsche erfüllen. Jetzt wird wahrscheinlich jeder selber überzeugen können, dass das in der Realität nicht so funktioniert. Wenn man sich ein ganzes Leben lang einen Ferrari gewünscht hat und man spart 10 Jahre und kauft sich den Ferrari, dann freut man sich 1 oder 2 Wochen darüber. Danach ist das normal. Und man hat schon wieder einen anderen Wunsch. Und genauso ist es mit jedem anderen Wunsch, den man in dieser Welt eigentlich hat. Wenn man sich irgendeine Sache wünscht, sei es ein schickes Auto oder eine Villa oder eine Frau, ein Traum oder was auch immer, sobald man die Sache hat, ist man maximal 1 oder 2 Wochen zufrieden, danach verlangt es einem schon nach etwas anderem. Der Prophet Muhammad hat das damals so ausgedrückt, er sagte, gib dem Sohn Adams einen Berg Gold, der wünscht sich einen zweiten. Und das ist tatsächlich die Situation, in der sich die Menschen befinden. Das heißt, mit der Befriedigung aller Wünsche kann man niemals Zufriedenheit erlangen. Denn selbst wenn der Mensch die ganze Welt besitzen würde, dann würde er sich einen zweiten dazu wünschen. Es muss also einen anderen Weg geben. Und diesen Weg hat mir den Islam gezeigt. Seit ich Muslim bin, wünsche ich mir all diese Dinge überhaupt nicht mehr. Ich begehre überhaupt kein schickes Auto. Ich begehre keine Millionen auf dem Konto. Es ist für meine Zufriedenheit vollkommen gleich, ob ich 1 Million auf dem Konto habe oder 1 Euro. Ob ich ein Sportauto fahre oder ein kleines Auto oder überhaupt kein Auto. Ob ich einen Urlaub mache oder kein Urlaub. Meine Zufriedenheit hängt nicht davon ab. Seit ich Muslim bin, ist alles, was ich möchte. Ich möchte dem Schöpfer der Menschen dienen. Mehr nicht. Und für diese Sache brauche ich kein Geld. Ich brauche keine Anerkennung von den Menschen oder sonstige Dinge aus dieser Welt. Ich habe eine klare Anleitung dafür im Koran gefunden und kann das, was ich mir vom Herzen her wünsche, ganz einfach, zu jedem Zeitpunkt und überall auf der Welt befolgen.
Und daher kommt diese Zufriedenheit. Es gibt für mich keinen Wunsch mehr in meinem Herzen, den ich nicht erfüllt sehe, zumindest nicht in dieser Welt. Mein Wunsch ist, dass ich dem Schöpfer dieser Menschen diene, dass er mir am Ende meines Lebens meine Sünden vergibt und mich ins Paradies führt. Wenn das passiert, dann brauche ich nichts mehr von dieser Welt. Das war mein Werdegang zum Islam, als kleine Einführung für den heutigen Tag. Bevor wir weitermachen mit dem nächsten Vortrag, möchte ich kurz etwas erwähnen zu der Organisation, die wir vertreten, sozusagen. Wir werden oft von den Menschen gefragt, die wahre Religion.de, was ist das? Was sind die Leute, die dahinter stecken? Woher kommt ihr? Und wieso macht ihr das alles? Die wahre Religion.de ist eine Interessengemeinschaft, die sich vor ungefähr 2 Jahren zusammengeschlossen haben. Es sind einige Brüder und Schwestern, hauptsächlich deutscher Abstammung, die konvertiert sind, die sich die desolate Lage in diesem Land betrachtet haben. 2 Dinge fallen vor allen Dingen auf. Zum einen ist es die Unwissenheit und der Mangel an Wissen unter den Muslimen selber. Die meisten Muslime, die hier in dem Land sind, viele davon sind aus Einwanderungsfamilien aus der 2. und 3. Generation, hatten nie die Gelegenheit, ihren Islam richtig kennenzulernen und richtig zu spüren. Man hat heute unglaublich viel Literatur in allen möglichen Sprachen, in Arabisch, es gibt viele in Englisch, in Urdu, in Persisch, in vielen Sprachen, die in islamischen Ländern gesprochen werden. Aber gerade auf Deutsch herrscht ein unglaubliches Defizit. Das heißt, es ist schwierig für die Leute, die in diesem Land sind, für die Muslime, die nur die deutsche Sprache sprechen, für die ist es sehr schwierig, ihre Religion richtig zu verstehen und zu praktizieren. Wenn man sich selber auf den Weg macht, wird man schnell feststellen, dass die Mittel, die man hier in Deutschland hat, nur begrenzt sind. Und deswegen haben wir uns zum Ziel gesetzt, den Islam und die richtige Praktizierung und das richtige Verständnis des Islam in deutscher Sprache unter den Muslimen zu verbreiten. Und zum anderen richten wir uns natürlich an unsere deutschen Mitbürger. Wir alle wissen, dass besonders seit den Ereignissen des 11. September herrscht eine unglaubliche Medienhetze gegen den Islam. Das war vorher eigentlich nicht viel anders, aber es hat in den letzten Jahren an Intensität zugenommen. Und man kann beobachten, dass die Medien alles daran setzen, das Bild des Islam in den Schmutz zu ziehen. Und wie hat jetzt ein normaler deutscher Mitbürger überhaupt die Möglichkeit, den Islam in seiner Schönheit kennenzulernen? Das war die 2. Zielsetzung dieser Organisation, würde ich mal sagen, die wahre Religion.de. Wir richten uns natürlich sehr gerne an die deutschen Bürger, nicht weil wir bezahlt werden für unsere Einladung zum Islam oder weil wir in irgendeiner Form eine Belohnung erwarten, dadurch, dass Deutsche den Islam kennenlernen und optimalerweise vielleicht den Islam annehmen. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, als wenn man sich in einem Kaufhaus befindet, im obersten Stockwerk, und man stellt fest, das Dach des Kaufhauses steht in Flammen. Wie will man selber sich halten? Würde man einfach die nächste Treppe nehmen und einfach leise rausschleichen? Oder würde man von oben nach unten gehen und versuchen, jede Person im Kaufhaus zu warnen, dass das Gebäude unter den Flammen steht? Dass, wenn sie nicht sofort das Gebäude verlassen, alle verbrennen werden. Man würde eigentlich das Zweite versuchen. Und das ist die Intention der Muslime, mit der sie den Islam auch den deutschen Mitbürgern näher bringen wollen. Wir bekommen dafür keine Bezahlung. Wer den Islam annimmt, nimmt es an für seine eigene Seele. Und wer sich verweigert, tut es gegen seine eigene Seele. Wir bekommen davon nichts.